Hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Lil Polars mit einem neuen Video für euch heute, Leute. Ich spiele heute den Modus Throwdown, das heißt, so quasi übersetzt. Das ist so ein Schmeißmodus, da kann man verschiedene Items auf die Gegner schmeißen. Es ist eigentlich ein Trio-Modus gerade momentan, aber ich spiele ihn jetzt solo, Leute. Wenn ihr schon nicht da verpassen wollt, gerne Abo-Button und Glocke aktivieren und nichts dazu verpassen, würde mich freuen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, Leute, würde mich auch sehr, sehr freuen. Und wir gehen auch direkt rein und let's go. Was war da gerade los? Gerade nicht in die Runde reingekommen? Huch. Bug. Was ist das? Lol, warte mal, Spielmodus wählen. Ich gehe nochmal aufs Ding zurück. Das irgendwie deckt das gerade dezent. Wählen wir nochmal. Oder der Modus geht nicht solo, das wär's jetzt natürlich. Jetzt müsste es aber gehen. Jetzt geht's, Leute. Passt. Let's go. Ihr seht, Leute, ich spiele das nur als Solo, also gefühlt mit niemand anderem. Ah, chill dich. Stinkgranaten. Haben nimmer gebraucht. Eigentlich wollte ich heute was anderes machen heute, aber wenn wir gerade den Modus hier haben, kommt gerade gelegentlich. Meine Güte. Kann schon gar nicht mehr reden. Ah, das schmeckt sehr gut. Wie ihr ja auch gemerkt habt, Leute, es ist nicht mehr lange, dann... Erstens mal haben wir morgen das neue Update, das werde ich aber morgen auch noch bringen, Leute. Und noch dazu haben wir dann schon knapp jetzt in 2,5 Wochen ist dann die Season zu Ende. Chill dann. Ach, der ist abgehauen. Lul. Gar nicht geblickt gerade.
Weisheitsdynamit, würde ich mal sagen. Hallo, ich kann nur einen Stack mitnehmen. Ist ja blöd. Egal. Und trotzdem hat's nichts genützt. Jinx steht für Jinx. Tja, Kollege. Ich auch gedacht, ich wäre vollkommen plemplem, oder? Von wegen. Hä? War ich einfach wieder der Klüger gewesen. Ja. Der Kollegen hier war ja eh Schuss gewesen. Wollen nichts mehr groß dazu sagen. Sammle Baumaterial. Ich muss auch wirklich sagen, in diesem Modus ist es schwierig zu sagen, was hilfreich ist und was nicht. Ich würde sagen, eigentlich alles. Weil im späteren Sinne könnt ihr zum Beispiel auch eure Gegner so richtig nerven. Glaube ich, nur das ist zu viel mit. Lass ich flacken für die kleinen Quälgeister hier. Die sollten vielleicht auch gut sein. Oh. Ja, okay, komm, nehmen wir mit. Nehmen wir den Granatwerfer mit. Der gefällt mir irgendwie auch seit dieser Season. Beziehungsweise dieser Granatwerfer allgemein gefällt mir echt gut, weil damit kannst du die Gegner echt nervig aus der Zone rausbouncen. Deswegen nehme ich gerade den mit. Ist nice. Ist legit. Solche kleinen Fischchen gefunden. 6 Stück haben wir jetzt. Das ist sehr gut. Und Leute, falls ihr mich halt immer wieder mal jetzt mit, beziehungsweise die ganze Zeit jetzt gerade momentan mit Jinx seht, weil ich mit Jinx spielen will. Das Ding ist, ich habe es euch ja schon erklärt, warum ich überhaupt mit Jinx spiele und so weiter, weil sie halt ein jetziger und einer ein früher League of Legends Charakter ist und so weiter, beziehungsweise Champion, und ich sie einfach wirklich nice finde. Kann man nicht anders sagen. Kann man nur was gucken? Das wollte ich gucken. Hier wollte ich gucken. Ja, genau. Jetzt kann kurz was gucken.
So. Wir müssen aber jetzt langsam in die nächste Zone. Das könnte jetzt auch ein bisschen happig werden. Meiner Meinung nach. Ich will jetzt auch nicht meine ganzen Bounces verbrauchen. Beziehungsweise meine ganzen Granaten. Das wäre nix. Deswegen laufe ich jetzt frei auf Schnauze und guck mal, wie weit ich komme. Notfall habe ich immer noch hier zwei Trampos, die ich usen kann, falls es hart auf hart kommen sollte. Also ein Win in dem LTM hier wäre doch schon auch wieder legendär, Leute, oder was würdet ihr sagen? Sowas bringt eben auch wieder Content mit rein, Leute. So ein Ding ist geil. Ah, cool, schon wieder eine tägliche Aufgabe gemacht. Nice one. Alles wird jetzt halt am Ende richtig eklig. Boogie Bombs wären eigentlich rein theoretisch auch nicht verkehrt mitzunehmen, aber ich lege mich gerade nur auf die Glitcher, auf die Stinkbomben, meine Granate Launchers und meine kleinen Tintenfische fest, weil das mir persönlich einfacher erscheint. Und irgendwie besser zum Teil auch. Hier ist noch ein Trampo, das ist sehr gut. Gebäude gebaut, auch schon erledigt. Die nächste tägliche Aufgabe vollbracht. Ah, geht schon wieder gut voraus, Leute. Also, wenn ich Glück habe, habe ich heute Abend die Ruhe weg. Und so weiter, und dann ist gut. Ah, ich muss natürlich heute noch zwei Videos produzieren, also nicht so großartig erhoffen hier. Sollte ich mir das... Dass ich so, keine Ahnung, gleich hier 1000 Mal. Beziehungsweise, dass ich heute Abend meine Ruhe habe und nichts mehr machen muss, das glaube ich nicht. Heute Abend muss ich schon noch gut was machen. Das ist auch nicht. So. Abfahrt. Was haben wir noch? Das kann ich in dem Modus gerade schlecht machen. Das mit Finstars kann man noch machen und vielleicht das mit Gebäude in Brand stecken. Wenn es ja auch Glühwürmchen gäbe. Ich habe hier vorher doch noch irgendwas gehört. Ah doch, da vorne geht's ab. Und voll an den Fuß genagelt. Komm um. Ach komm, nur Glück gehabt jetzt hier in der Schleuderschlacht.
Nur Glück gehabt, ey. Mann. Shit. Ja, okay. Hab ich ein bisschen reingejoked. Okay. Ist gut. Leute, ich habe heute noch wirklich einen guten. Ich habe heute noch ein gutes Stück vor mir. X. Glaubt mir, wenn es hart auf hart kommen würde, würde direkt sagen, ich gehe jetzt eigentlich schon ins Bett. Ich habe zum Glück heute, ich habe zum Glück schon mal ein Video vorproduziert. Das heißt, ich habe jetzt nachher nur noch 2 Videos. Neue Trailer wurde veröffentlicht von Naruto. Gerade hier im Chat. Der wird jetzt wahrscheinlich heute auch noch auf YouTube erscheinen, denke ich mal. Auf jeden Fall, was ich noch heute vorhabe, 2 Videos abdrehen und dann ist es gut für heute für mich. Dann werde ich wahrscheinlich noch mein anderes Zeug machen. Gut ist heute. Aber ich habe heute auch keine Zeit großartig. Ich muss heute mich wirklich auf die relevanten Dinge konzentrieren. Wenn morgen schon diese eine Sache da weg ist, dann fällt eigentlich der meiste Stress, den ich habe, wahrscheinlich wieder weg. Einfach weil ich es morgen durch habe und dann ist gut. Und die Würfelkönigin lacht mal wieder. Aber Leute, mal gucken, was uns denn erwarten wird. Chapter 3 oder Dings oder Season 9. Wobei ich sagen würde, Season 9, damit würde sich Fortnite eigentlich sozusagen selber ins Bein schießen, weil das Ding ist, wir verbringen ja jetzt inzwischen mehr Zeit schon auf Chapter 2 Karte als auf der Season 1 Karte. So ist der Standpunkt momentan. Und ich denke nicht, dass die Spieler. Die wollen einfach was Neues sehen. Die wollen was Neues sehen, die wollen was Freshes sehen. Und nicht die ganze Zeit dasselbe Gedöns. So, mäßig. Nur damit ihr wisst, was ich meine. Okay, Bobby-Bombs. Brauche ich jetzt speziell nicht. Ah, den Rift kann man mitnehmen, dann lasse ich das hier flacken. Ey. So, dann haben wir nochmal hier Clinchers. Die sind immer sehr gut. Man kann die Gegner immer mit ein bisschen mad machen, die sind dann der extremst genervt. Mal gucken, was wir dann finden werden. Und ich bin sogar in der Zone, das ist sehr gut. Muss ich schon nicht laufen. Das ist sehr gut. Clinchers nehme ich jetzt nicht noch einmal mit, weil dreimal Clinchers bringt mir nichts. Stinkbomben auch nicht. So. Was könnte ich denn. Oh, ich kann Glühwürmchen mitnehmen. Das nervt auch ganz schön. Mein C4 ist eigentlich auch gut, wenn du damit triffst, aber ja. Aber Leute, es gibt wirklich noch eine Sache, die ich wirklich vor Seasonende machen werde, beziehungsweise vielleicht auch so früher oder später. Mal gucken, je nachdem. Oh, der Grenade Launcher. Den habe ich ja ganz vergessen. Den sollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Ah, die kleinen Nervensägen. Oh, die Knuddelfischis. Wobei, bei den Knuddelfischis bin ich mir nicht so sicher. Die haben schon geholfen letzte Runde, als ich sie da ihr geschmissen habe. Ja, waren es die Clinchers, die nicht so richtig funktioniert haben. Wenn ich es richtig weiß, ja. Sonst nehme ich 6 von denen mit und dann nehme ich noch ein paar Fischis mit. Hier ein paar Clinchers. Also nicht Clincher, noch ein paar Fische. Ich nehme mit.
Da werde ich auch wahrscheinlich welche finden, aber leider ist es so, stackweise kannst du dann nur 12 Stück mitnehmen. Also, nicht 12, 6 Stück kannst du da mitnehmen, mehr geht nicht. In der Regel. Aber ja, du kannst doch immer wieder Loot aufsammeln und dann wieder neu schmeißen, das ist auch geil. Ist also wirklich ein geil gemachter Vorteil, vor allem, dass ich dann jetzt doch so dieses Boot hier spielen kann. So knapp 2,5 Wochen vor Season Ende, das ist schon nice. Das sind auch solche Sachen, die gefallen mir sehr gut. Zur Abwechslung einfach. Gut, sehe ich jetzt auch das Video hier zu Ende, Leute, und dann kann ich hier noch gerade noch was anderes machen. So. Habe ich wieder auf dem ganzen Haufen Slaves. Das ist sehr gut. Es kann nur sein, es erwartet mich gleich beim Blue Drop hier Besuch. Ich mach Trick 17. Das ist so ein richtiger Trick 17. Wenn da jetzt jemand durchläuft, dann kriegt er safe Schaden. Das habe ich damals. Das ist sozusagen wie bei einem altbewerteten Spiel. Ja, okay, die Dynamitstangen kann ich nirgendwo placen, weil die springen mir hier alles weg. Ah, ihr wisst, wie ich meine. Wenn jetzt zum Beispiel jemand da ins Haus geht und der will gerade gucken, ob da Loot drin ist oder sonst irgendwas, dann verrät so mäßig, gehen dann los. Sobald sie drin sind, fallen oben runter und dann gibt es erstmal eine heftige Explosion und da können die nicht so schnell wegrennen. Das funktioniert nicht. Ich hätte es auch an der Seite placen können, aber da hätte sie gefühlt jede Sau gesehen, also. Bist du zu gefährlich? Hier war leider auch nichts mehr, was du so placen könntest. Das ist sehr schade. Ich meine, ich könnte auch die Dings noch placen. Hier seht ihr meine C4s, die ich hätte, aber die will ich mir eigentlich aufheben. Ich hätte damit kein. Ich drück die, obwohl da keins geplaced ist davon. Cool. So, gucken wir mal. Was haben wir denn hier noch Schönes? Gibt's noch irgendwas, was ich placen kann, um Leute zu nerven? Schade. Nix. Ach. Sollte ich gerade flexen damit? Wir meditieren und dabei habe ich gar keine Wegseitens mehr. Lull. Jetzt runterziehen lassen würde, würde es dann zählen oder werden die dann detoniert? Glaube ich nicht. Ich
Ich glaube, die würden selbst runtergehen, wenn ich die jetzt plötzlich blazen würde wahrscheinlich. Das muss ich gleich mal nachher ausprobieren, falls Gegner hier irgendwo entlang gehen sollten. Das wäre sick. Dann könnte ich eine große Explosion veranstalten. So viel Zeug gelegt worden. Wenn sich hier irgendjemand reinverirren sollte, also der wird echt Probleme haben. Hinterher. Ja, wenn die Personen hier reinlaufen oder sonst irgend in ein Haus. Ich meine, alle Häuser sind jetzt nicht ausgelegt mit C4, da habe ich die meisten jetzt ausgelassen. Aber es sind schon wirklich sehr viele Häuser, beziehungsweise manche Häuser, die mit C4 ausgelegt worden sind. Ja. Ist jetzt ganz schön viel C4 da hinten, ne? Tja, da hinten sind noch welche Kollegen. Ah, die sind jetzt nicht in die Häuser gegangen, wo ich präpariert habe bis jetzt. Schade. Das wäre ja auch zu cool gewesen, wenn es natürlich genau die Häuser wären, wo ich präpariert hätte, ne? Das wäre ja auch zu geil gewesen. Weil dann hätte ich einfach nur die Dinger zünden müssen und dann wäre hier schon fistbar gewesen. Allein schon, wenn ich dieses Haus jetzt zünde, wo das andere dann... Digga, das geht. Beziehungsweise es sind 3 bis 4 Häuser vielleicht, die mit C4 ausgelegt worden sind, glaube ich. Jetzt, inzwischen. Ihr werdet es ja in der Aufnahme gesehen haben. Das Haus hier ist mit C4 ausgelegt, das weiß ich. Da habe ich gerade welches draufgeschmissen. Das ist hier, wo ich bin. Dann da hinten irgendwo habe ich noch diese Fallen hingelegt. Gut. Sonst gucken, was sich noch so ergeben wird. Ah, kommt, Leute, wir machen ganz 31er. Bam, 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 bam. Jetzt brauche ich halt wieder C4. Um Leute weiter nerven zu können. Scheiße, die Zone geht gleich weiter. Nein. Oh, scheiße. Naja, vielleicht nehmen wir einen mit, Leute. Kommt. Ich zünd das Ganze einfach gleich. Einfach für diese geile Sache, für diese geile Aktion hier, okay? Die werden sich aber auch wundern, die Gegner. Die werden gleich fragen, hey, was geht denn hier ab? Egal. Scheiß drauf. Nein. Ist doch nicht hier. Geht nicht weiter? Ja, schade. Weiter, egal. Ich mach jetzt einfach, okay? Ready, go. Junge, wie viele sind da jetzt hochgegangen? Nein, wenn der jetzt ins Haus gegangen wäre, der wäre gestorben. Och no. Bro, was soll denn das? Oh Leute, haben sie vielleicht Skywiz gebaut? Hey, wir haben sich vielleicht Skywiz gebaut. Sicher, ein 30er. Du kannst hier ja nicht mehr runterschießen. Och, ist das wie... Warte mal, kann ich mit dem Rift zu denen hoch? Wäre vielleicht eine Möglichkeit, oder? Kann ich? Ich weiß es nicht. Nein, nicht ganz, leider. Scheiße. Leider nicht ganz. Ist ja eine Möglichkeit gewesen, aber... Ich komme da nicht hoch. Was hat der gemacht jetzt, der Kollege? Wir sind aber nicht runtergefallen bis jetzt, nee. Bis jetzt nicht, nein. Jetzt habe ich mir was aufgefallen. Die bauen sich weiter hoch.
schnell sein, nett, dann könnte ich. Wird mir halt gerade viel zu viel gefightet, weil am Ende überlebe ich dann nur noch Platz 2. Egal. Trotzdem besser rausgespielt als die. Egal. Ja, es passt auch an der Stelle, Leute. Egal, ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen, Leute. Gerne Abo-Button und Glocke aktivieren und nichts dazu verpassen, würde mich freuen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, Leute, wenn es euch gefallen hat, würde mich ebenso freuen. Und gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat, würde mich eben
zu freuen, Leute. Und gerne einen Kommentar da lassen. Wie ihr wisst, hier ist mir ein Kommentar immer gerne durch. Und dann würde ich sagen, euch noch allen heute einen schönen, wunderschönen Montag, Leute. Und bis morgen. Nicht bis morgen. Und dann würde ich sagen, bis zu einem neuen Video, Leute. Bye.